Im AV-Guide-Vergleichstest nehmen wir 8 verschiedene Funklautsprecher unter die Lupe. Auch von kleinen, portablen Lautsprechern wird heutzutage verlangt, dass sie sauber tönen. Im AV-Guide-Test schauen wir, welche das mithalten können. Der Lautsprecher von Panasonic liefert ein erstaunliches Klangvolumen und ist eines der kleinsten Geräte im Test. Und es ist verspielt. Beim Einstellen senkt sich die Deckplatte und gibt Knöpfe für die Lautstärke, Bass und Höhe frei. Beim Namen Clips sind die Erwartungen hoch und denen wird der KMC1 auch gerecht. Das System ist elegant und stabil verarbeitet. Es ist eher schwer, dafür etwas vom Besten in dieser Größe und Preisklasse. Das Gerät von Philips kommt als einziges mit einem Drehgurt und ist so sehr mobil. Das Gehäuse ist nicht perfekt verarbeitet, insgesamt aber mit akzeptablem Klangniveau. Beatbox Portable ist mit einem praktischen Griff gemacht für unterwegs. Die Musik ist höhenlastig, dafür bringt das System hohe Lautstärken und einen starken Bass. Als einziges Gerät im Test ohne Akku müssen wie früher Batterien verwendet werden. Das Ascada 300 BTX ist eines der grösseren Bluetooth-Lautsprechersysteme. Es überzeugt durch erstklassige Verarbeitung und einen frischen, hellen Klang. Der vollaktive Stereo-Lautsprecher tönt ausgewogen und wirkt hochwertig. Prinzipiell sind die Boxen von Logitech ähnlich wie klassische Computer-Lautsprecher. Schön sind die Regulierung der Lautstärke und das Design. Der Stereoton ist ausgewogen und das Klangvolumen akzeptabel. Das Gerät von Ruark bringt echte Hi-Fi-Atmosphäre. Der Klang hat Niveau, tönt räumlich und ausgewogen. Zum Verussen nutzen ist zwar möglich, aber fast schade. Der Lautsprecher von der dänischen Firma Dali ist eher teuer, dafür aber auch sehr hochwertig und erstklassig verarbeitet. Mit dem Cubic Free nur im Mono und mit dem Cubic Extra mit überzeugendem Stereo-Sound.